Gut, da wären wir wieder mit dem Digimon, das so störrisch ist und nicht digitieren will. Nee. Oh Gott, mein ganzes Glück ging aus. Ja, ich bin wieder da, lass uns Feuer und ich lade hier einfach nur voll mit dem Freund. Ich könnte in die Fabrikstadt gehen, wenn die Viecher nicht alle über 4000 HP dort hätten. Oder aber ich gehe in die geheime Strandhöhle. Gibt's sonst noch irgendwas? Nö, ansonsten kann man nur in die Factory. Und da will ich nicht hin. Nö, ich meine, ob es in der Höhle noch irgendwas gibt, eigentlich nichts mehr, oder? Nur noch den Schatz, den ich nicht eingesammelt habe beim letzten Mal. Ah. Danke. Mystisches Ei. Oh, das war. Das brauchen wir, damit wir später ein Digitamon machen können, wenn wir die Bedingungen nicht hinkriegen. Ah, okay. Ich glaube, das werde ich aus Gabumon machen. Ich habe nämlich keinen scheiß Bock auf Numemon. Ja, komm, ich will dich anlabern. Zurück zur Stadt, zurück zur Stadt. Extremes Off-Writing. Es ist finsterste Nacht und willst immer noch nicht schlafen. Wie blöd bist du eigentlich? Ich merk schon, ey, das Gabumon, das liebst du wirklich. Ja. Wenn das Gemüse Gewicht bringen würde, dann würde ich es sogar kaufen, aber nein. Jetzt müssen wir die Zeit durchschlagen, bis es digitiert. Das finde ich ein bisschen blöd. Dann legst du einfach ganz schön schlafen. Ja, es ist nicht gut. Manchmal überspringst du den Zeitpunkt, wo es digitieren will. Ah, okay. Das hatte ich schon mal. Dann hatte ich plötzlich Numemon da oder bei einem Champion hatte ich dann Vademon. Oh, das ist doof. Wobei Vademon gar nicht so schlecht ist. Aber? Nein, es will schlafen. Warum will es schlafen? Nein, wir schlafen nicht. Vademon ist nicht so schlecht, aber es ist manchmal bescheuert zu bekommen. Es muss scheißen, ist doch cool. Haben wir wieder was zu tun. Scheißen. Wir gehen so gerne ins Klo. Richtung hier macht Spaß. Euer Klo, wir scheißen nicht zusammen. Yay. Ah ja, Leute, Lost Destroyer wird ohne das O geschrieben. Ohne das was? Ohne das O, du hast das unten. Du hast Lost Destroyer doch ohne das O geschrieben. Auf YouTube. Echt? Hast du doch. Ist doch dein. Das ist doch dein Nickname in Skype und auf Justin TV. Oh ja, ja, oh ja, da war was. Manchmal ein wenig verpeilt. Ja. Okay, na schön. Wir gehen schlafen. Auf die. Auf die. Das O, sondern allgemein ohne Vokale bis auf das Lost, also das erste O. Ja. Aber egal. So, weh, du digitierst jetzt nicht. Ich kann dich so lange angucken, bis du digitierst. Ich glaube, da wird gleich ein paar Pixel verpissen. Ja, und? Das ist mir scheißegal. Ich guck dich so lange an. Okay. Wir warten. Es passiert nichts. Leider. Oh ja. Das sind wirklich gute Zeichen. Mal sehen, welchen Typ Gabumon hat. Datei. Und Groggy. Kein Wunder, warum es noch so spät auf war. Naja. 5 Tage alt. Dieses Alter könnte natürlich auch hinkommen. Ist ja nicht sicher, dass da keine Extra-Bedingung gab. Ich bin mir echt fast sicher, dass da irgendwas mit Disziplin war. Nee, das war Greymon. Ah, stimmt, genau. Okay, gut, dann habe ich das nächste Video gemacht. Na gut, dann werde ich jetzt irgendwas trainieren. Hauptsache, es wird müde. Oder so. Ja, müde werden. Besser was geht hier. Aber das wird es nicht. Boah. So halb kotzt, wenn es. Soll ich jetzt Halleluja sagen oder soll ich heulen? Ich weiß nicht, dass dann was Schlimmes rauskommt. Wenn du kein Garurumon bist, trete ich dir so lange in den Arsch, bis du keinen mehr hast. Okay. Das passiert jetzt definitiv. Du Mistvieh. Okay, habe ich wenigstens einen, der die ganzen Kackhaufen wegfrisst. Na, wo habe ich denn einen gesehen? Nein, du kriegst nichts. Das macht übrigens
Nein. Eigentlich schon, bei mir war das schon oft so. Das steigert das Gewicht. Ah, okay. Wahrscheinlich hast du überall so viele Kackhaufen verteilt, bis es... Ja, wahrscheinlich hast du überall so viele Kackhaufen verteilt, bis es... Ja, bis die Zeit abgelaufen war, wo es was fressen wollte. Ja. Das finde ich nicht gut. Obwohl, das hat auch einen Vorteil. Ich kann dann wenigstens in die Spielzeugstadt gehen und dort ein paar gewisse Digimon fertig machen. Immer positiv denken, das ist super. Boing, boing. Mega hübsch. Ja. Es war so klar, dass das kommt. Allein schon, weil es auf meinem Hintergrund verewigt ist. Ja. Aber du hast deine ekelhaften Augen zensiert. Ja, genau. Das ist alle ekelhaften. Offensivchip, Defensivchips, Brainchip, Quickchip, HP-Chips, okay. MP-Chip. Okay, das waren alle. So wenig Chips. Eigentlich habe ich noch zwei HP-Chips, aber... Ich habe keinen Bock, diese Scheiße zu trainieren. Das ist mir die Absenkung von einem Ausbilderlevel durchaus wert. Das Tolle ist ja, die meisten Digimon kriegen ordentlich Disziplin dazu, wenn sie was fressen sollen, was sie nicht wollen. Dann schreibt man sie an. Die nicken mit dem Kopf. Okay, Sora, du bist ein... Sora, du kannst dich echt glücklich schätzen, du bist ein Kackvieh geworden. Ja, ich habe nach Sora Dragon Keyblade benannt, in der Hoffnung, es würde was Gutes werden. Das war der übelste Fail überhaupt. Ja. Na, zwei Vorteile und Spielzeugstadt. Ja, da kann ich dann endlich einen Ort mehr abhaken. Yay, alle mehr. Aber das ist auch wieder, ich krieg ein scheiß Serum oder Datei, Digimon. Und ich kann nicht in die Schattenvilla. Das ist auch wieder schlecht. Deswegen wollte ich ein Skullgrimmon haben, das ist Virus. Okay. Und nicht so scheiße zu trainieren wie ein Metallgräbern, geschweige denn so schwer. Ich versage bei beiden. Ja. Die Wetter sehen auch inzwischen ganz in Ordnung aus, bis auf die MP. Hey, es hatte wesentlich mehr. Ich fühle mich verarscht. Das ist doch super. Ja. Obwohl, dass ich nur Mimmern habe, heißt natürlich auch, dass ich die erste Furztechnik kriege. Ja, Furztechnik. Leider. Was leider? Schön eklig ist immer toll. Das Blöde ist nur Mimmern beherrscht keine anderen Attacken außer Scheißhaufen-Attacken. Das macht's doch nur. Die sind nicht grundlos in der Kampfliste ganz unten. Weil die so scheiße sind und Gott sei Dank selten vorkommen. Aber sie sind so scheiße! Ja, deswegen sind sie auch scheiße, Sacken. So alles logisch, oder? Ja. Meistens, wenn ich einen Zuckermann oder so habe, dann gehe ich zur EQ-Tafel und mache es zum schlauesten Scheiße auf der Welt. Wow, das hat sogar einen Sinn. Ich kann stolz auf dich behaupten, dass du zum schlauesten Scheiße auf der Welt ist. Ja, dummerweise muss ich das Vieh gut behandeln, damit es weiterlebt. Und EQ-Training ist nun wirklich das Einfachste. Na dann. Wo geht das Hunger? Scheiße, das ist ein Viech. Oh, nicht so schlimm wie Gabumon. Ja, okay. Gabumon wollte an einem Tag, Ich kann gleich deine eigene Scheiße fressen. Super.
Na, er sieht seinen Fehler wenigstens ein. Friss seinen Haufen. Weißt du was, die Scheiße mag der auch noch. Ja, die Scheiße gefressen hat ihn gefressen. Yep. Und das Gewicht, das er gerade verloren hat, hat er gerade wieder gefressen. Das ist doch der Hit. Take it easy. Tja, Pech gehabt, hab nichts mehr. Du hast deinen Scheiß auch gerade gefressen. Es wird so lang, es wird so lange IQ trainiert, bis es mindestens 350 hat. Okay. Es ist nicht, es ist kein Scheißhaufen, aber es ist der schlauste Haufen Schleim. Ja. Beziehungsweise ich muss schneiden, ganz abrupt. Ja,